Dieses Gebot hat Gott uns gegeben. Wer Gott liebt, der soll auch seine Geschwister lieben. 1. Johannes 4, Vers 21. Liebe Gemeinde, liebe Menschen an dem Bildschirm, ich begrüße Sie herzlich zum Gottesdienst am 18. Sonntag nach Trinitatis. Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam den Psalm, was ich mir wünsche, zu beten. Er ist im Gesangbuch zwischen Himmel und Erde auf der Seite 23. Nicht Nummer, sondern Seite 23. Wir lesen die ein- und ausgerückten Verse zusammen. Was ich mir wünsche, den Mut der Amsel, die noch im Dunkel den Gesang beginnt, die Geduld der Spinne, die ihre zerstörten Netze nicht zählt, das ewige Wort der Krähen und das Schweigen der Fische, den Fleiß der Holzwespen und die Leichtigkeit ihrer Wabe, den Schlaf der Larven im Boden und den Tanz der Mücken, die Härte des Eises im Winter, das im Frühlingslicht schmilzt, die Glut des Holzes, wenn es verbrennt, den Höhenflug der Asche, die der Wind verweht, die Unermüdlichkeit des Grases, nach jedem Winter neu zu grünen, wünsche ich mir. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Hört die Schriftlesung aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 15 bis 20. Es ist auch der Predigttext für den heutigen Sonntag. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht voller Dummheit, sondern voller Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Aus diesem Grund sollt ihr nicht unverständig sein, sondern begreifen, was der Wille des Herrn ist. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn, preist ihn aus vollem Herzen. Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Danken und loben wollen wir gleichzeitig, indem wir unsere Glauben bekennen. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ja. Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden, die für sein Tod ihm begrüßen, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lass uns singen, lobe den Herrn, meine Seele, das Lied 141. Thank you.
Die Gnade unseres gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit uns. Amen. Liebe Gemeinde, was denkt er sich eigentlich dabei? Dieser Mensch, der diesen Epheserbrief geschrieben hat, Luther mochte ihn nicht. Er schrieb immer von der strohenden Epistel, also ein Buch, aus dem man eigentlich so nichts rausziehen konnte. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Wann soll dafür Zeit sein? Eine Forderung, die sich eigentlich nur stellen lässt, wenn man nicht versuchen muss, zwischen Work und Life eine Balance zu finden, also zwischen Arbeit und dem, was man sonst so im Leben noch so macht. Bei manchen ist das schon sehr schwierig. Also diese Balance zwischen dem eigenen Kind Unterstützung und Hilfe zu geben, die es braucht, und dann noch neben der Arbeit und der Erziehung dem Kind und der Partnerin die Aufmerksamkeit und Liebe, die ihr zusteht. Sorgfältig achten, wo ich froh bin, zwischen all dem ganzen Müssen nicht untergehen. Wie soll ich das noch machen? Und außerdem klingt das nicht alles wie ein Ratgeber. Es wird doch schon überall dieses Ratgebertum gefördert. Es fängt schon an, wenn ich in mein E-Mail-Postfach gucke oder auf die Zeitschriften, die meine Frau so anschleppt, lauter Back- und Kochtipps. Und gleichzeitig wird die neue Diät angepriesen. Ja, was jetzt? Gleichzeitig gut kochen und vor allem lecker backen und dann auch noch schlank sein? Es reicht nicht mehr, dass ich wohne, sondern ich soll auch noch leben. Zumindest suggeriert das ein prominentes Einrichtungshaus. Der Urlaub soll nicht nur schön sein, sondern gleich Instagram-tauglich.
Und wie soll all bei dem Rennen und Machen und dem Müssen und Sollen, bei dem ja auch manchmal ein bisschen Wollen mitschwingt, Zeit sein, darauf zu achten, wie ich mein Leben führe? Gut, der Rat ist jetzt auch nicht besonders originell. Man könnte auch so eine ähnliche Botschaft in einem Glückskeks finden. Achte auf deine Lebensführung, dann wird dir das Glück folgen, wohin du gehst. Ungefähr. Aber so abgedroschen, wie es scheint, so schwer ist das, das wirklich zu tun. Darauf zu achten, wie ich mein Leben führe. Was ich einkaufe, was ich esse, wo ich meine Zeit verbringe und mit wem. Mir bewusst machen, von wem ich mir sagen lasse, was ich soll und muss und von wem nicht. Die Stimmen sind ja viele. All das wäre ja gut und erstrebenswert, weil es mir erlauben würde, mein Leben selbstbestimmt zu führen. Und ich könnte meinen Weg bestimmen, wenn ich mir bewusst wäre, wo ich wie meine Zeit lasse und wessen Rat mein Bild von mir selbst mitgestalten darf. Denn oft fühle ich mich eigentlich sehr fremdbestimmt, getrieben, gedrängt, gezwungen. Dem einmal bewusst nachzuspüren und hinzuschauen, würde mir das nicht helfen, zu verstehen und dann selber zu wählen, von was ich mich drängen lasse und von was eben nicht? Aber woher die Zeit nehmen? Die Muße, um zu tun, was meinem Leben, was mir gut tun würde. Betrinkt euch nicht mit Wein, denn das macht euch zügellos, sagt der Autor des Epheserbriefes. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen, tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn, preist ihn aus vollem Herzen. Hier könnte eine Idee liegen, die der Predigttext mir neu aufschließt, mir einen Zugang zu mir selbst zeigt, der eigentlich auf der Hand liegt, aber den ich eigentlich nicht immer so im Blick habe. Gut, ich soll mich nicht im Weinrausch verlieren, da ist bei mir nicht so viel Sorge. Ich trinke sehr, sehr selten überhaupt irgendwie Wein. Hier manchmal, aber das ist nicht viel. Soll ich mich berauschen lassen von der Musik, wie der Autor sagt? Soll ich singen und danken und den Weg erkunden zu mir selbst über den Umweg Musik? Naja, vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Wenn ich diesen Umweg nehme, dann mich auf diese Musik einlasse, finde ich vielleicht den Willen dessen Willen ich begreifen soll. Gottes Willen in der Musik zu erforschen, würde ja verstehen heißen, dass sein Wille darin besteht, Harmonie in mein Leben zu bringen. Ist Barmherzigkeit etwas anderes? Lassen Sie uns doch einmal ein Lied anstimmen, das können Sie auch, ohne dass wir da Noten gucken müssen. Ein Lied, in dem das anklingt. Das ist der Klassiker Allmorgen, ist ganz frisch und neu. Des Herrn Gnade und große Treue, sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnade und große Treue, sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Jeder Morgen ganz frisch und neu. Wir bekommen jeden Morgen die Chance, frisch und neu an den Tag, an unser Leben ranzutreten. Und so dürfen wir unsere Hände hinstrecken zum neuen Tag und sehen und spüren, was uns dieser neue Tag schenkt. Die Last des Gestrigen muss uns nicht quälen und niederdrücken. Mit Dank dürfen wir ans Werk gehen oder uns ausruhen, dürfen unser Leben neu in Angriff nehmen. Gott schenkt uns dazu seine Gnade. Nicht nur am Morgen, sondern den ganzen Tag, zu jeder Zeit immer. Er ist der Wind in unserem Segel, der Tau auf unseren Blüten. Er gibt uns Mut und Zuversicht und begleitet uns. Er will, dass wir lieben, frisch und neu. So viel steckt schon in dieser kleinen, einfachen ersten Strophe. Singen befreit mich. Vor allem, wenn man nicht alleine singt, sondern mit anderen gemeinsam. Phänomen, was mich immer wieder berührt.
In knapp 4 Wochen darf ich wieder mitspielen bei dem Event Sing dein Ding in Kronenberg. Einmal haben wir es auch hier in Stolberg gehabt. In der Begleitband darf ich dann ein sangsfreudiges, bunt gewürfeltes Publikum unterstützen, das Rock, Schlager und Popsongs anstimmt aus vollem Hals. Und es ist einfach unglaublich, was dabei passiert. Sing berührt uns und gibt Kraft über dieses reine Event hinaus. Es sind eben auch nicht nur Kirchenlieder, die etwas über unser Leben erzählen. Es sind nicht nur die Lieder im Gesangbuch, die unserem Leben Richtung geben und uns helfen, auf unser Leben zu schauen. Vor einigen Wochen habe ich über den Song I Will Survive gepredigt von Gloria Gaynor. Da steckt so viel auch Theologisches drin. Denkt man nicht. Ist auch nicht so gemeint, aber man findet es darin. Nehmen wir zum Beispiel mal ein ganz anderes Beispiel. Aus dem Jahr 1972 singt Jürgen Markus: Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Sie kennen das. Natürlich wissen wir, dass der Sänger dabei an junge Damen dachte. Aber wahr ist es doch auch, und jetzt kann man einfach den Song nochmal auf den Kopf drehen. Ganz viel Popmusik ist ja daran entstanden, dass man die Kirchenlieder und die Songs aus der Liebe Gottes umgedreht und umgedeutet hat zu der Liebe zwischen den Menschen. Man kann es auch umgekehrt machen. Warum nicht? Warum nicht die neue Liebe sehen als das, was Gott uns schenkt? Wir treulose Tomaten sind von Gott geliebt, immer wieder neu. Und so ist es auch, wenn eine andere neue Liebe ins Leben kommt. Wenn man ein Kind bekommt oder Freunde ein Kind bekommen, spürt man weiß einfach, mit dieser neuen Liebe beginnt ein neues Leben. Oder wenn man Menschen trifft, die zu Freunden werden, auch mit ihm und durch solche Menschen, beginnt auch ein neues Leben. Und vielleicht findet sich bei dem einen oder anderen auch ab und an mal ein Sehnen, ein sich herbeiwünschen einer neuen Liebe. Weil es einfach Zeit ist, unser Leben neu anzugehen. Oder die alte Liebe neu zu entdecken. Neu die Augen aufzutun, die Welt anders zu sehen, sei es nur ein bisschen. So klingt auch in diesem Lied unser Leben, und so erzählt uns auch dieser olle Schlager etwas über uns und hilft uns, auf unser Leben zu schauen und wie wir es leben. Und in der Liebe, das sagt uns unser Glaube, in der Liebe wohnt und findet sich immer der, den wir die Liebe nennen. Der will, dass wir die Welt mit Liebe sehen und unser Leben mit Liebe leben. Die Lieder, liebe Gemeinde, erzählen uns etwas über uns, aber sie erzählen es über diesen kleinen Umweg der Musik. Und dieser Umweg lohnt manchmal. So wie wir auch erst zu uns selbst kommen, über Gott. Ein Umweg, der uns eine neue Perspektive schenkt. Eine Perspektive voller Barmherzigkeit, voll Harmonie, voll Wohlklang. Die Lieder, die wir im Gottesdienst singen, die wir Gott singen, sind immer Lieder, die tanzen zwischen Lob und Dank für Gottes Liebe und unserem Leben. Sie schafft es, eine Balance hineinzubringen, auch in das Schwere und Dunkle in unserem Leben, weil sie auch immer den Trost, die Hoffnung, die Liebe und den Glauben vermitteln. Sie wischen unsere Tränen nicht weg, sie lassen vielmehr zu und geben ihnen ihren Ort vor Gott, vor seiner Liebe für uns. Für ein Lied am Tag werden sie wohl Zeit haben, und ich auch. Ich meine nicht ein Rad, was so im Radio vor sich hin nudelt, sondern eins, bei dem ich mitsinge oder mitsumme oder mitschwinge, dem ich zuhöre und meine Stimme leihe. Dem ich erlaube, mich anzusprechen. Und wem ein Lied am Tag zu viel ist, naja, dann halt eins in der Woche. Oder es braucht vielleicht auch gar keinen Rhythmus. Ich weiß nun, wenn ich mich einem Lied anvertraue, wenn ich mich auf ein Lied einlasse und seine Worte, seinen Rhythmus finde, finde ich auch mich selbst. Ich finde mich an und eben auch ausgesprochen. Ich bin über den Umweg der Musik zu mir selber gekommen. Wenn ich mich berausche von Musik, dann kann ich bei mir sein. Ich achte auf mich und achte auf mein Leben. Auf meinen Lebensweg, dann bin ich nicht besoffen, sondern geistberauscht. Und finde Gottes Barmherzigkeit in dem Lied, in dem ich mich verliere. So finde ich eine Wahrheit, die über meinem Leben steht, eine Wahrheit, die seine Wahrheit ist, die er ist, der Barmherzigkeit heißt. Er,
der auch aus den schiefen Klängen, aus den Misstönen meines Lebens eine Melodie macht. Ein Lied, das mein Leben ist. Ein Lied, das durch sein Erklingen hell wird und heil wird. Ein Lied, das durch den Gott der Wahrheit und der Barmherzigkeit seine Richtung findet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Also lasst uns wieder ein Lied singen. Und zwar das Lied Singt Gott den neuen Lobgesang, Lied Nummer 156. Barmherziger Gott, wir singen dir, dich loben wir und in allem Klingen unser Leben. Der Rhythmus, der Sprung, aber auch unser Klagen, unser Schmerz. Wir singen für dich, weil wir dich loben wollen. Wir singen zu dir und hoffen, du hörst uns. Hörst, was unser Leben bewegt. Hörst, welche Sorgen uns belasten. Wir singen. Schenke unseren Liedern Rhythmus und Schwung. Lass in unseren Liedern deine Melodie der Liebe und Barmherzigkeit erklingen, Gott. Lass in unseren Liedern dein Lied von Frieden ertönen. Und so treten wir vor dich und bitten dich. Gott, alle, die Klagelieder singen, weil sie einen geliebten Menschen verloren haben, höre ihre Lieder von Trauer und Schmerz, von Wut und Vermissen. Schenke du ihnen Hoffnung und Halt, hilf ihnen der Botschaft ihres Herzens zu trauen, dass die Liebe die Bindung hält. Hilf ihnen, dass sie sich auf den neuen Wegen, die sie jetzt gehen müssen, zurechtfinden. So denken wir besonders an die Angehörigen von Hans Prignitz und Herbert Hofmann, die wir in der vergangenen Woche in einem Trauergottesdienst verabschieden.
Gott, alle, die von Einsamkeit singen und das Gefühl haben, keine hören müssen, lass sie spüren, dass du sie hörst. Füge deine Klänge des Lebens zu ihren Melodien der Einsamkeit. Zeige Menschen den Weg zu den Einsamen, damit wir in Gemeinschaft sind. Damit wir deine Liebe zu ihnen tragen und sie nicht nur bei dir, sondern auch bei uns Zeit für Gemeinschaft finden. Gott, wir singen alle so unterschiedliche Lieder, stehen an so unterschiedlichen Punkten im Leben. Höre uns. Höre unsere Lieder, füge sie zusammen und lass uns spüren, wir sind ein Chor, eine Gemeinschaft aus vielen Stimmen. Stärke uns, damit unseren Liedern dein Lied von Liebe und Barmherzigkeit mitbringt. Ermutige uns, damit wir nicht müde werden, dein Rhythmus auf Frieden und Gnade in unserem Leben zu bringen. Wir bitten dich auch für Lynn, Johanna und Naomi, die wir in der vergangenen Woche getauft haben. Stärke sie in diesem Glauben. Lass sie von Liebe und Barmherzigkeit erfahren, auch in unseren Kreisen. Und was in keinem Lied passt, was keine Worte findet, was keinen Takt folgt, belegen wir die Worte, die dein Sohn uns gelehrt hat, beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch und bitte euch. Gott schütze euer Leben und bewahre eure Hoffnung. Gott lasse sein Angesicht über euch leuchten, dass ihr wieder Gott erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir danken herzlich für die Kollekten vom vergangenen Sonntag, für die Diakonie Portale, die Kinder und die Familie, die GmbH haben, die Explosion. Und für die Kinder- und Jugendarbeiter eine. Wir müssen leider allerdings die Zahlen nachrechnen, die schon nicht. Heute sammeln wir am Ausgang für die Kinder- und Jugendarbeiter eine Gemeinde und zur anderen Hälfte für ein Projekt der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe unter dem Stichwort Gemeinschaft stärken, Kirche und Diakonie in dem Quartier, wo es um die Stärkung der Gemeinschaft vor Ort geht. Online können Sie den auch sehen, da gibt es eine Möglichkeit, eine Spende für die Diakonie anzunehmen. Ich freue mich auf den Gottesdienst am kommenden Sonntag. Da wird hier in der Fingerbergkirche Pfarrer Wegmann den Gottesdienst halten und 10.15 Uhr der Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche mit Pfarrer Wegmann. Ganz herzlich danke, das muss sein. Das grüßt man. Danke fürs Mut und Anschreiben für den Orgel. Und freue mich auf einen Orgel-Nachschlag von Sebastian Bach. Ich wünsche Ihnen allen.